So, hallo und herzlich willkommen zu Pineview Drive. Ich weiß nicht, was mich da genau jetzt geritten hat, dass ich das spiele, aber wir spielen heute nur die Demo, muss man ja mal so gesagt haben. Ich dachte, es wäre einfach mal ein lustiges Gimmick, und zwar habe ich jetzt schon ein bisschen länger die 100 Abonnenten geknackt. Ich glaube, es sind jetzt im Moment 127, wenn ich es richtig weiß. Und ja, ich dachte, es wäre mal cool, das so gemacht zu haben. Und ja, wenn ihr natürlich wollt, dass ich es dann nochmal komplett spiele oder wir nochmal vielleicht ein anderes Horrorspiel spielen, könnt ihr mir ja dann in den Kommentaren dalassen. Und ansonsten, ja, würde ich sagen, fangen wir mal an. Ich freue mich schon. Eigentlich finde ich den Screen sehr schön. Also bis auf, naja, ihr seht es da links, oder? Na gut, fangen wir an. Tag 1. Willkommen im Spiel Pineview Drive. Benutze die Tasten WASD, um dich zu bewegen, und die Maus, um dich umzuschauen. Okay, das kennen wir ja. Ich mag jetzt schon nicht mehr. Aber ich finde, es sieht ja hier eigentlich echt schön aus. Wir sind irgendwo und nirgendwo. Hey, toll. Klasse. Und ja, uns bleibt ja nicht viel übrig, als in diese Richtung zu gehen. So. Also ich muss sagen, ich habe mir das Spiel schon ein bisschen angeguckt. Verschaffe dir Zugang zum Grundstück. Finde dazu den Schlüssel zum Tor. Nehmen wir den? Drücke, um Gegenstände aufzunehmen und zu benutzen. So, ich habe diese verdammten Benachrichtigungen ausgemacht. Und ja, es funktioniert natürlich nicht. Danke, Steam. Ja. So. Ja, yeah, es hat funktioniert. Es ist lange her, dass wir gemeinsam hier gewesen sind. Den Erzählungen zufolge hat hier seit Jahren niemand mehr länger als 30 Tage überlebt. Mir bleibt also nicht viel Zeit, wenn ich herausfinden will, was damals mit Linda passiert ist. Okay. Ich sollte zunächst einen Weg in das Haus finden. Ich habe schon gehört, also ich habe es ja gesehen, bei der lieben Pandoria habe ich es mir bis jetzt angeguckt, und das ist ja so ein Random-Spiel, das reagiert also angeblich zumindest auf die Angst, die man verspürt. Und ich habe gelesen, die Demo hat halt so richtig viele Schocker, ja, damit man halt, ne, ja, das wahrscheinlich halt hier so ganz krass findet. Wir bewegen uns sehr langsam vorwärts. Das hatte ich ja schon, die Befürchtung. Ja, also, das ist ja so, also es hat so Random Events. Das heißt, wenn ich es gesehen habe, man weiß nie genau, was bei wem passiert. Wir spielen hier jetzt heute eh nur Tag 1. Und da sind kleine Fröschis im Teich. Super süß. Ich habe mich ansonsten auch noch gar nicht so über das Spiel informiert. Sollte ich aber, so ihr wollt das dann noch spielen, dann werde ich mich nochmal genauer darüber informieren. Und ja, ich finde es auf jeden Fall super schön gemacht. Schon mal so.
Und ich fand es doch ziemlich unangenehm, als Pan das hier gespielt hat. Also zugucken war auch da sehr unangenehm. Okay, finde den passenden Schlüssel. Ich weiß, wir müssen viele Schlüssel suchen. Und das kann ein bisschen ätzend werden. Ah, da kann ich rennen. Okay. Ja, da links oben sieht man ja den Angstbalken. Zumindest, ja, das, was man so bis jetzt so weiß. Gibt es hier vielleicht eine Hintertür? Also, das ist zum Beispiel sowas, was mir überhaupt nicht den Spielspaß verdirbt, sag ich mal. Ich habe so ein schlechtes Gedächtnis. Ich kann mich eh nicht daran erinnern, was Pan da gemacht hat. Und was bei ihr passiert ist. Von daher weiß ich auch schon nicht, wo der Schlüssel ist. So, jetzt kann ich wohl anscheinend erstmal nicht rennen. Oh. Okay, da müssen wir einmal kurz hinlaufen. Da sieht es nämlich echt ganz schön aus. Ich glaube, da war der Schlüssel aber nicht. Da ist ein Leuchtturm. Okay, kommt man leider nicht hin. Aber okay. Ich muss jetzt mal ganz kurz gucken. Nee, das Schiff ist dann nicht, was bei Pan war. Ich dachte, ich war mir nämlich echt nicht sicher. Wie ist das? Oh. Wird es jetzt schon dunkel? Das wäre aber schlecht. Oh, lass mich raten. Das ist die Hintertür. Und da kommen wir auch nicht rein. Nein, natürlich nicht. Okay, ich stelle mich schon mal jetzt blöd an. Schauen wir mal. Vielleicht da. Oh. Du brauchst zunächst eine Taschenlampe, okay. Hätte ja sein können, dass wir es mitnehmen können. Schauen wir mal, was können wir denn. Okay, da hat man es gesehen. Da war schon mein erster Angstruckler, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe. Okay, also ich werde versuchen, mich nicht umzudrehen und die Maus nicht zu verziehen. Das, was gar nicht so einfach ist. Nicht dein Ernst. Der Schlüssel lag auf der Fensterbank, wirklich. Ich muss versuchen, einen ersten Hinweis zu finden. Okay. Oh, ich finde diese Bilder gar nicht mal so angenehm. Das ist halt, also, ich bin ja mal gespannt, wie das jetzt bei uns so wird. Oh, ich finde also zum Beispiel auch das Geräusch, dass da die Türen immer zuschlagen, super unangenehm. Okay. Oh, da geht's rein. Okay, da haben wir den ersten Schlüssel. Ansonsten, wir haben ein paar Streichhölzer gefunden. Und den Schlüssel. Hier sind noch ein paar Streichhölzer. Kann ich damit die Havannas anzünden? Wahrscheinlich nicht. Habe ich recht? Okay. Also es wird jetzt so langsam dunkel. Und noch einen Schlüssel. Können wir sonst noch was machen? Nein. Da bin ich gerade ernsthaft erschrocken, weil mein Handy hier aufgeblinkt hat. Puh, also ich bin schon ein bisschen, ne, so. Ich sink auch so in mich zusammen und verstecke mich so hinter Mikrofon. Ich habe also. Ist ja eigentlich total bescheuert.
Ah, okay. Da haben wir schon mal den ersten Schlüssel verwendet. Da unten liegt noch einer. Also mir geht schon so ein bisschen die Pumpe. Und ich finde das... Also das war auch das, was ich bei Pan am schlimmsten fand. Dass man eigentlich weiß, dass hier gleich was passieren wird. Oder ja, wahrscheinlich, ne? Passieren wird. Aber... es halt auch sein kann, dass nichts passiert. Okay. Lag hier eigentlich noch was? Okay. Die Frage, ob wir nach oben... Okay. Da lang oder da lang. Aber meine Maus zittert so oder so schon so sehr, dass das eigentlich... Also ich bin mir ja immer... Ist doch, ah, da ist ein Lichtschalter. Ernsthaft. Es ist ein bisschen arg dunkel auf meinem Bildschirm hier. Da. Da ist noch eine Tür. Yay, super, noch ein Raum. Okay, wir haben immer noch keine Taschenlampe, logisch. Super, schöne Bilder. Gut, gehen wir wieder raus. Okay, hier ist ein Fenster. Da war nichts. Wir haben noch zwei Schlüssel. Super. Da ist gerade das Licht angegangen, wieder als ich kam. Puh. Ja, müssen wir nochmal da rumschauen. War die jetzt offen? Ja, da waren wir drin. Okay. Die ist immer noch zu. Es ist hier stockenduster. Da war aber keine Tür mehr. Wo war die Klinke da? Da ist noch ein Schlüssel. Super. Da waren wir auch noch nicht drin. Ja. Halt doch den Mund, du Blödkopf. Ja. Dann gehen wir mal da wieder raus. Und ich habe noch so ein bisschen... Na toll. Klasse. Noch so ein bisschen... Was soll ich denn jetzt sagen? Wie viel Uhr ist denn? Jetzt ist gerade 12. Dieses habe ich gerade eben nämlich gehört vor der Aufnahme. All About That Bass. Da war ich doch schon drin. Okay. Das ist zum Beispiel auch schon mal so ein Problem. Ach so. Aber da ist noch eine Tür. Na. Ah. Okay. Also es ist
ganz schwierig, was zu erkennen. Und ich glaube, ich muss mal ganz kurz in die Optionen und die Helligkeit hochdrehen und die Mausempfindlichkeit ein bisschen runter. War das jetzt die Helligkeit hochgedreht? Kann ich hier nochmal... Da ist was hinter mir. Aber wir gucken nicht hin, weil wir sind ja voll die coolen Leute und so. Und deshalb gucken wir gar nicht hin. Da kann ich hier nochmal... Kann ich hier den Globus anmachen? Immer noch keine Taschenlampe, okay. Danke. Das ist mein Schatten. Nein. Das ist much strange, aber naja, okay. Okay. Da ist gerade eine Taube vor meinem Fenster und das war... okay, was machen wir denn jetzt? Es ist ja nur... Boah, ich sehe hier ja echt überhaupt nichts. Ich muss mal hier ganz kurz ins... ganz professionell. Machen wir jetzt mal den Bildschirm heller. Ja, raus muss man da auch noch. Hat natürlich nicht viel gebracht. Warum ist da immer noch ein Schatten? Ah, hier ist doch schon mal... Auch nichts. Achso, ja, genau. Und hier haben wir die... Ah, da ist aber noch eine Tür. Naja. Haben wir in irgendeinem anderen Zimmer was übersehen? Ich weiß es nicht. Wir gehen noch mal hoch. Hier ist, glaube ich, nur eine Wand. Hier ist noch ein Zimmer. Ah, da ist die Flashlight. Sehr gut. Puh.
Merkt man, dass ich angespannt bin? Nee, merkt man gar nicht, ne? Also, so, wir gucken dann mal hier weiter. Ich bin ernsthaft angespannt. Wo ich eigentlich gar nicht verstehe, warum, weil es war hier jetzt wirklich nichts, es sind nur so ein paar Geräusche. Danke, das war mein Gesicht. Da wollen wir nicht rein. Da war ich ja jetzt gerade drin. Okay. Für was ist denn die Tür? Ist das vielleicht für draußen? Okay, damit mache ich die Taschenlampe an. Hier war sie auch nicht. Okay. Ah, für hier, oder? Hier waren wir noch nicht. Angekommen im alten Landhaus. Das macht einen ruhigen Eindruck. Ich erinnere mich. Das habe ich damals geschrieben. Okay. Das war's schon. War ja Tag 1. Ich muss sagen, also so von den Geräuschen her und so, ist schon hart eigentlich schon. Also ist jetzt wirklich nichts passiert. Kein Schreckmoment, kein gar nichts. Fand ich jetzt ein bisschen langweilig. Also ich habe mich am Anfang einmal kurz erschrocken und ich glaube, es kommt vielleicht eher was, wenn man sich dann umdreht oder so. Vielleicht hätte ich das mal machen sollen. Ja. Eigentlich ist es eher das krasse Gefühl, dass man so, ja, dass nichts passiert und irgendwie ist es angenehmer, wenn dann doch ab und zu mal was passiert. Ich mag Jumpscares ja überhaupt gar nicht, aber das da ist Psychoterror eigentlich schon. Das hat Pan in ihren Videos ja auch gesagt und es ist so, also man hat es auf den Ohren und ich finde, das ist ziemlich krass auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall haben wir Tag 1 überstanden, yay, und ja, ich habe auf jeden Fall noch ein anderes kleines Horrorspiel auf dem Plan. Ist jetzt nicht Pineview Drive, aber das wird auf jeden Fall auch demnächst kommen und ja. Schauen wir mal. Erstmal machen wir den Rest zu Ende und ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ich hatte gehofft eigentlich, dass da wirklich mehr Schocker kommen, weil da noch dabei stand, das ist die voll krasse Demo-Version, aber ja. Naja, sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal und bis dahin. Ciao.